So, dann geht's hier unten weiter. Beim Abspeichern. Genau. Klar, bei Hattori, aber da ist er, glaube ich, noch nicht fertig. Wir müssen noch mal ein paar Tage warten. Vielleicht ändert sich das ja genauso wie bei dem einen, wo man noch die Dings machen mussten. Wo man da in den Sumpf nochmal gehen mussten, wegen dem Geld. Naja, vielleicht steht Scheiße, das ja das später juckt. da, aber Die eh. verdammte Sehen Hure müssen. hat mich mit was angesteckt. So. Hallo. Darf ich durch? Dankeschön. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Schnauze. Darf ich zwischen Wasser hüpfen? Du bist brutal, aber dein Herz Ehre kennt und das Waadtland. Heimat. Hi, Nikolas Friedmann. Ich bin wegen des Auftrags hier. Auftrag? Ach ja, ich habe mein Zeichen unter irgendetwas dergleichen gesetzt. Offenbar greift irgendeine Kreatur einsame Passanten an und wirft ihre Leichen dann in die Gräben um Ochsenfurt. Solltest du dich darum nicht kümmern? Mag sein, aber wir müssen einen verflixten Krieg gewinnen. Ich habe keine Zeit, die Gräben zu reinigen. Ich übernehme den Auftrag. Ich brauche Details. Du wirst alles erfahren, was ich weiß. Ich will die Leichen der Opfer untersuchen. Eine Leiche ist eine Leiche. Wenn ich die Wunden sehe, kann ich vielleicht beurteilen, mit welcher Art Monster wir es zu tun haben. Frag unseren Knochensäger. Der weiß, ob die Leichen schon verbrannt wurden. Du findest ihn wahrscheinlich in der Hütte am Fluss. Unsere provisorische Leichenhalle. Gibt es Zeugen dieser Angriffe? Hat irgendwer das Monster gesehen? Bei einem Angriff gab es eine Überlebende. Die war aber angeblich seitdem nicht mehr nüchtern. Wenn du trotzdem mit ihr reden willst, solltest du es in der Taverne von Ochsenfurt versuchen. Du wirst doch keine Schwierigkeiten wegen der Belohnung machen, oder? Nein, ich will das nur erledigt wissen. Okay. Ja, sprechen wir erst mit dem Zeugen. Dann gucken wir uns die Leichen an. Okay. Ah, hier. Heutzutage reicht schon ein Hinweis, ein Wort. Hat die Frau, die da steht. Ja. Hallo. Oh? Spendierst du einem Monsteropfer was zu trinken? Erzählst du mir von dem Monster und dem Angriff? Da brauche ich noch eine Flasche, um das durchzustehen. Ich glaube, du sagst mir alles, was ich wissen muss, mit oder ohne Flasche. Ja, mach ich. An dem Abend bin ich aus der Taverne nach Hause. Hatte ein Gläschen getrunken oder 5, aber ich bin sicher, dass ich nicht halluziniert habe. Da rief etwas in einer Gasse meinen Namen. Es war dunkel, ich habe nicht sehen können, was es war, aber ein Mensch war es nicht, das weiß ich. Woher weißt du das? Das Ding hat sich meinen Rocksaum gegriffen, aber ich habe mich losgerissen und bin gerannt. Das ist alles? Dann hast du aber nicht viel gesehen. Du glaubst mir auch nicht, wie? Du kannst mich mal! Ihr könnt mich alle mal! Okay. Sehr nett, die Frau. Seine Majestät, König Radovid, ist ein strenger, aber gerechter Herrscher. Der Witz war neu. In den Schauplatz des Monsterangriffs. Ach ja, in der Gasse. Ist ja mal nicht weit gekommen, ne? Kriech wieder unter deinen Stein. Da ist was. Geralt. Am Boden. Das auch. Ein Armband, ziemlich abgetragen. Silber unter der Vergoldung. Zu groß für eine Frauenhand.
Wahrscheinlich hat das der Angreifer verloren. Jetzt noch mit dem Arzt reden. Was hat denn für einen Bau hier eigentlich? So. Der Arzt. Ihre und Heimatland. Shani! Und mit Shani reden wir ja später in einem DLC. Keine Ahnung, welches das jetzt nochmal war. Eins der DLCs. Lord of Stone? Blatt im Bein war es, glaube ich. Dann konnten wir auch unsere Romanzen mit ihr haben. Also, ja, das ist ja schon sehr lange her. Dann wird vielleicht gerade mit Schaden. Mal gucken. Entschuldigung. Bist du der Arzt? Ich möchte die Opfer des Monsters sehen. Oh ja, die habe ich noch nicht verbrannt. Muss mich drum kümmern. Hast du Autopsien gemacht? Oder planst du das? Warum sollte ich? Bettler und Rumtreiber stinken allesamt nach billigem Wein. Kann ich sie mir mal ansehen? Eigentlich wäre es mir lieber, wenn du hier nicht rumschnüffeln würdest. Muss ich mit einem schriftlichen Befehl wiederkommen? Oh, Schreck, bist du penetrant. Hier, der Schlüssel zur Leichenhalle. Guck, so viel du willst. Danke. Tür bitte zu. Danke. Jetzt können wir looten. Was? Falls was zu looten gibt. Den Alkohol kannst du behalten, alter Säufer. So, was sonst noch was Interessantes? Nö. Mit meinen Leichen. Fängt bei dem an. Er war betrunken. Jemand hat ihn über das Pflaster geschleift. Bissspuren am Hals. Ein Vampir hat ihn ausgesaugt. Okay. Vampirbisse und starker Alkoholgeruch. Genau wie der andere. Die Vorliebe für Schmuck, die Spuren an den Leichen, alles deutet auf einen Katakan hin. Und dieses Exemplar hat eine Vorliebe für Säuferblut. So lässt es sich anlocken. Ach, okay, jetzt muss Geralt sich besaufen. Vorsicht! Ach, Mädchen. Vielleicht stimmt es, was man sagt? Ist die Hexen eine Überschwemmung? Es ist zu feucht, es ist zu feucht. Es regnet. Natürlich ist es da feucht. Ja, okay. Okay, dann. Wo? Sekundär. Öl, Vampiröl müssen wir noch haben. Vampiröl, ha. Super. Hier werden wir gar nicht. Knie oder sowas. Oder Öden. Katakan war, glaube ich, Öden. Ja, Öden und Igni. Speiern und dann auf geht's. Sieh an, ein Hexe. Moin, Meuchte. Kann ich mal reden? Du glaubst mir auch nicht, wie? Du kannst mich mal! Ihr könnt mich alle mal! Katzenaugen! Kennzeichen des Bösen! Hier, dann. Hi! Oh, ich erinnere mich an dich. Was darf sein? Ich will mich bis zum Rand volllaufen lassen. Und zwar mit billigem Wein.
Liebeskummer? Geschäftspleite? Weder noch. Berufliche Gründe. Du müsstest aber im Voraus zahlen. Schenk ein und nicht leer werden lassen. Ach du Scheiße. Darf ich so rumlaufen? Ich kannte ein Mädchen, oh höret mein Lied. Das war zwar ganz putzig, doch völlig frigid. Das zweite, das ließ wohl auf Orgien hoffen, doch kaum wurde es Abend, war's viel zu besoffen. Der Katakan hat's nicht gehört. Ich versuch noch eine Strophe. Was glaubst du, wo du hingehst, Freundchen? Was sollte dich das angehen? Du befindest dich in einem militärischen Einsatzgebiet und wir sind für den Einzug der Kriegssteuer zuständig. Ihr seht eher aus, als wärt ihr für den Einzug von Wodka zuständig. Möchte zu gerne wissen, ob du auch so neunmal klug bist, wenn wir dich der Spionage anklagen. Jetzt Maul halten und zahlen. Von mir kriegst du keinen Körper. Ich sagte doch, er ist ein Spion. Wir nehmen dich im Namen des guten Königs Radovid fest. Könnt ihr gerne versuchen. Was geht hier vor? Ich berichte die Festnahme einer verdächtigen Person, mein Herr. Ein Spion. Hexer taugen als Spione so viel wie du als Gouvernante. Wenn ich euch nochmal beim Gelderpressen finde, landet ihr schnurstracks an der Front. Der Ostfront. Und du, Hexer, mach einen großen Bogen um diese Gegend. Danke. Leb wohl. Scheiße. Ey, schubs mich nicht. Wieso darf ich da nicht hin? Ist das nicht das Schiff von dem? Ach, jetzt plötzlich sagt mir da das Spiel, wo ich hin muss. Das dritte hingegen, das machte mir Freude, so freundlich im Herzen und allzeit bereit. Was soll denn das? So eine vulgäre Rüpelei, diese Jugend von heute. Ja doch, schon gut, meine Güte. Gold wert, Gerald, das ist Gold wert. Achso, du kannst nicht rein. Komm raus und kämpf, du Schwein. Ich werde dein Blut trinken. Komm schon, spar dir den Scheiß. Hier bin ich. Hier drüben. Hallo. Ach, Scheiße. Ist der verdammte Katakan? Ich kann ihn hören. Die Doktorin verspätet sich, Nulls. Ganz ruhig, ich kenne sie. Die kommt noch. Dann ein paar Schaufeln Schlamm und wir sind fertig. Wo ist er lang? Ich kann ihn hören. In einer knappen Woche Urlaub. In einer Woche. Was ist das? Du Glückspilz. Mann, ich wollte gerade die... Wo ist er lang?
Ich kann ihn hören. Da. Wo ist er lang? Ich kann ihn hören. Schatzi. Wo ist er lang? Er geht zur Hütte am Fluss. Das könnte man da auch nicht. Auf zum Fernsehenteil der Vampire. Solange du noch kannst. Au. Oh, hab ich außerdem die Bombe geschmissen. Hoppala. Das war's doch nicht, oder? Ziemlich einfach gewesen. Okay, das war's doch, okay. Extra viel Bling Bling. Oh Gott, das ist viel Bling Bling, ja. Auf. Und dann geben wir den Auftrag ab und schauen wir mal, was Geralt hier für Loot bekommen hat. Aber das können wir auch. Lang lebe Raduvid! Aber ich rede nicht mit ihm, da kommt bestimmt irgendwie eine Quest oder so, vielleicht. So was auch oder so. Ach, ich habe das Monster getötet, das hier die Leute umgebracht hat. Ein Katakan hat in der Stadt sein Unwesen getrieben. Ist das wahr? Aber was in aller Welt ist ein Katakan? Ein höherer Vampir. Dies war ein besonders interessantes Exemplar. Wie kann so eine abscheuliche Bestie interessant sein? Sie mochte Alkohol und hatte ein stark übersteigertes Ego. Hauptsache, du hast ihr den Garaus gemacht. Lass dich dafür loben, Hexer. Bis dann. Ach ja. So. Gehen wir mal hier weg. Scheiße! Da. Schnellreise. Genau. Gehen wir hier neben hin. Dann gucken wir mal im Inventar. Da haben wir ja ein paar Sachen bekommen. Eine Hose. Schwerrüstung. Okay, die wird verkauft. Na schon.
Okay, dann haben wir ein neues Art Irden Axi. Mein Opus. Ich erfahre bei Humanoiden. Ne, das meint besser. Dann bleibt man bei meinem. Was gibt's noch für Quests? Ja, Hexeraufträge. Okay, das ist weiß viel zu hoch. Da hatten wir noch Gewinnt und Rennen. Da müssten wir auf diesen Rosch irgendwas machen, vielleicht aber nicht. Ansonsten, ja. So war Tauchi später zurück. Verzauberung Anfangskosten, okay. Achso, das blaue ist Heart of Stone. Okay, heißt. Ah, hier ist noch was. Obwohl, das mache ich lieber privat. Diese Schatzsuche. Vielleicht kann man dann schon die Sachen hier anziehen von dieser Schatzsuche. Ah, heißt, beim nächsten Mal geht's auf nach Skellige, so wie es aussieht. Aber dann ist jetzt erstmal nichts mehr weiter hier zu tun. Ich könnte zwar ganzen Fragezeichen aufdecken, aber ehrlich gesagt habe ich keine Lust drauf. Und hier ist ein gelbes Ausrufezeichen, da ist ein Rennen. Ganzen Sachen aufdecken. Nee. Ich will auch Witcher 3 irgendwann mal zu Ende bringen. Und daher würde ich sagen, Geralt, beim nächsten Mal geht's auf in ein neues Gebiet. Vielen Dank fürs dabei sein. Und tschüss.